geht's los. So, Sandra, wir sind ja jetzt an einem Ort, den ihr ja schon kennt, wa? Woher wisst ihr denn das immer? Habt ihr immer so eure Stammplätze, die ihr immer abfahrt, oder? Na, manchmal kriegen wir Anrufe von Leuten, die sich halt Sorgen machen, und dann kriegen wir halt Tipps und dann schreiben wir uns das so genau wie möglich auf und dann gucken und dann suchen wir den Ort uns auf. Oder wir haben halt schon Orte, wo wir jetzt schon öfters waren, und da kennen wir dann schon die Orte und dann fahren wir dorthin. Und hier wart ihr schon öfters? Hier war ich jetzt, glaube ich, noch nicht. Na gut, dann gehen wir mal los jetzt. Taschenlampe hat Arthur schon, Okay. Die erwarten euch schon, wa? Wir haben euch Tee mitgebracht und ganz viel zu essen. Ja. Tagchen. Hi, ich helfe euch hier mal aus. Kommt runter, es gibt was zu trinken. Ich helfe es mal anziehen. Ah, okay, nee, da warten wir natürlich schon. Ich bin Ole, ich bin heute hier mal ein bisschen die Aushilfe und helfe mal ein bisschen mit, dass ihr hier euren warmen Kaffee kriegt. Ja, und habt ihr schon drauf gewartet? Ja. Jetzt schön leckeren warmen Kaffee. Den haben wir zusammen gekocht, ich und Sandra. Der Tee war hier drin, oder? Danke. Tommy. Tommy, dein Tee. Heute lecker Pfefferminz. Lecker Pfefferminz für dich heute. Ihr habt euch ja ganz schön hier versteckt. Wohnt ihr immer hier? Ja. Ja? Ja. Seit wann wohnt ihr schon hier? Ich 3 Jahre hier. 3 Jahre? 3 Jahre hier. Auf dieser Brücke. Und wie lange kennst du schon deine Kollegen? Seit wann lebt ihr schon? Mit Kollegen? Moment. Ja. 3 oder 4 Jahre. Ich weiß nicht. Und für dich schon wichtig, dass die Freunde da sind? Naja, warum nicht? Alleine ist... Alleine ist scheiße. Ihr habt euch das ja richtig eingerichtet hier. Magst du uns mal kurz zeigen, was hier alles so ist? Also ich meine, hier ist eure Heizung mehr oder weniger, wa? Ja. Ja? Ja. Und was habt ihr da hinten? Da ist euer... Ist das eure Küche, könnte man sagen? Ja, das ist... Eure Küche? Ihr habt euch ja jetzt nur Kaffee bringen lassen. Aber warum fahrt ihr nicht mit zur Stadtmission? Warum schlaft ihr hier lieber hier draußen? Für mich lieber ist hier schlafen. Auf Mission ist zu viel Aschlöcher. Zu viel Pollen, zu viel Scheiße, zu viel... Besser, ich hab hier ruhig. Deine Freunde, ist das für dich hier Familie? Ja, das ist meine Familie. Tommy und Wojtek. Das ist meine Familie. Und ich hab noch eine Mädchen, Claudi, Deutsche. Das ist meine Familie und das alles. Wie wichtig ist für euch der Kältebus? Wie wichtig ist Arthur und Sandra für euch? Jezu, to wiedzieliśmy, że przyjedziesz. Wiedziałem, Sie haben uns sehr erwartet, ne? Und sie haben schon auf Kaffee gewartet und überhaupt mit uns ein bisschen zu quatschen. Passiert das manchmal auch, dass sie dann irgendwelche dann ins Krankenhaus fahren müsst? So? Also grundsätzlich, aus Versicherungsgründen, wir dürfen keine Leute ins Krankenhaus fahren. Weil die können kollabieren im Auto oder sonst noch was passieren. Wenn ich so ein Notfall, wo ist ärztliche Behandlung notwendig, da rufen wir Feuerwehr an. Und das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Wir gucken, ob die Leute sind ansprechbar und dann dementsprechend reagieren wir. Wenn ist überhaupt nicht ansprechbar, dann natürlich rufen wir Feuerwehr. Ja, also lieber einmal zu viel Feuerwehr anrufen, als einmal zu wenig. Sieht das oft eigentlich? Letztes Jahr haben wir öfter angerufen. Dieses Jahr ist noch nicht so kalt, also es war noch nicht diese Not. Aber wenn es kühler, dann passiert schon öfter, dass wir müssen Feuerwehr anrufen. Aber Moment, nicht auf diese Brücke kommen. Ja. Also er meint, dass hier ist nicht notwendig Feuerwehr anrufen. Trotz so einer Kälte, der Spaß liegt nie auf der Strecke. Ja. Wo geht's jetzt hin? Innsbrucker Platz. Platz.
Okay, so noch ein kleines Stückchen. Wie ist denn eigentlich dein Name? Hi, ich bin Ole. Hallo, ich bin Viola. Taschen, wie lange wohnst du schon hier? Seit dem 18. Oktober. Echt? Ja. Hast dich hier. Und deine Freundin? Ja, ich war es da vorne bei der Bahn, Deutsche Bahn, um die Ecke. Das ist so ein Verschlag, wo man bleiben kann hinterm Haus. Die haben mir gesagt, ich muss ja weg, das ist lebensgefährlich. Da musste ich gehen. Also habe ich das hier rübergebracht. Jetzt haben sie hinten eine Eisenkette gemacht. Hast du ganz alleine? Ja, sicherlich, muss ich ja. Dann kommt hier heute Morgen um 9, weil hier stehen 100 Mann, 5 Leute mit Gummihandschuhen und der BVB. Sagen, sie müssen hier weg. Das geht nicht. Sie müssen hier weg. Sie bringen ja die Ratten hier alles ran. Und die Leute haben sich beschwert. Aber nur seitdem ich hier bin, ist die Bushaltestelle sauber. Ich kehre ja hier mit Kehrschaufel und Besen. Ich war ja sauber. Und, die bieten dir das ja auch an, dass du mitfahren kannst. Zur Stadtmission. Nee. Geht nicht wegen den Hunden, wa? Nee, es geht nicht. Wenn ich ja weggehe, ist alles weg. Möchtest du die mitnehmen? Ja, ich kann nicht die ganzen Hunde mitnehmen. Das geht nicht, nee. Das geht gar nicht, nee. Sie kommt jetzt auch gar nicht mit, wa? Woran liegt das? Wegen ihren Hunden, oder? Ja, also sie hat ja ganz viele Sachen auch hier. Ja. Die haben sich dann fast so, schon so ein bisschen häuslich auch eingerichtet und... Es sind auch wieder zu zweit, wa? Hatten wir vorhin auch schon mal hatten den Fall und ja, also würde jetzt nicht mitkommen. Wären Tiere in der Stadtmission erlaubt oder Hunde? In der Stadtmission sind Hunde erlaubt, ja. Aber es ist halt auch nicht in jeder Unterkunft, ja. Wa? Guck mal nochmal, Kekse hatten wir, oder? Mit Schokolade? Also so eine Waffeln mit Schokolade. Ja, das reicht. Die gehen, ja? Schön, ja. Na klar. Wuppa, ja, nicht stoßen. Ja, was ist das hier? Was da drin im Auto? Ach, das ist egal. Ja. Ich will dir nur deinen Blick ausrichten. Ja. Was möchtest du Süßes? Ja. Bei Viola kriegst du alles. Sie hat Kekse, sie hat Schokolade, also sie hat alles. Sie hat doch so nett gefragt. Sie hat sogar Osteneier. Sie hat doch so nett gefragt. Ja, was denn? Ich hab mich ja filmen lassen. Okay, danke schön. Ich danke dir, ja? Schönen Abend. Mach's gut, ja? Tschüss, tschüss. Gut, wir fahren weiter. Ab wieder. Ich würde sagen, dass ich mich von euch beiden verabschiede. Es war ein super interessanter Abend auf jeden Fall. Und ja, wie habe ich mich geschlagen? Gut, ja. War ich euch eine Hilfe? Wacker, hast du dich geschlagen? Ja, ich bin ziemlich durchgefrostet. Und ja, also wenn ihr wieder Hilfe braucht, dann meldet euch. Okay. Ja? Okay, ich wünsche euch einen schönen Feierabend. Ja. Macht's gut, ja? Tschüss. Tschüssi. Ciao, ciao. So, es war eine harte Nacht. Harte Arbeit, aber auch irgendwie eine schöne Arbeit auf jeden Fall. Es ist ein super Gefühl, wenn man Leuten hilft. Und ich kann es euch auch nur ans Herz legen. Wenn ihr irgendwie Lust habt und das machen wollt, dann könnt ihr bei der Stadtmission euch melden. Oder bei euch in der Stadt gibt es das bestimmt auch, dass ihr da mithelfen könnt. Die suchen immer Unterstützung. Ja, und es wird jetzt noch kälter in Deutschland. Und wenn ihr jemanden seht, dann zeigt Zivilcourage und ruft die doch an, damit sie dann abgeholt werden und dann wenigstens einen warmen Platz haben. Ja. Ich gehe jetzt auch nach Hause. Mir ist nämlich kalt. Ich will auch einen warmen Platz. So, tschüss. Macht's gut. Haut da rein. Ciao.